Großes herzliches Willkommen an euch alle hier vom Vorstand auf dem GWCD-Treffen hier in Gieselwerder im schönen Wieser Bergland. Wir hoffen, dass euch dieser Platz, das ganze Ambiente und alles drumherum einigermaßen gefallen hat. Ich sag mal, einen neuen Rekord aufgestellt seit, ja, ich sag jetzt mal 2002, 2004. Und wir haben 234 Einschreibungen und vielen Dank, ihr habt dazu beigetragen zu dieser Zahl. Von den 234 Einschreibungen, und da bin ich sehr stolz drauf, waren 132. Wie Rainer schon eben gesagt hat, wir freuen uns ganz herzlich über so viele GWCDler, die hier sind. Und wir haben auch 7 internationale Preise zu vergeben. Wir machen jetzt erst mit dem internationalen Award. Bevor wir jetzt zu den ersten 3 Plätzen kommen, haben wir noch die weiteste Distanz international. Weiteste Distanz international für Frauen, Hanneke Twitt. Dann geht es weiter mit Platz 3 international mit 8 Motoren, der Goldwing Motor Club Belgien. Unseren jüngsten Goldwing-Fahrer, den widmen wir ein dreifaches Vollgas! Der zweite Platz geht an die Goldwing-Föderation Deutschland. Ich denke, da sind wesentlich mehr, mit 16 Motorrädern haben sie sich eingetragen. Ich denke, da sind wesentlich mehr hier auf dem Gelände. Nein. Herzlichen Glückwunsch. Mit einem ganz großen Dankeschön mit 22 Motoren der Goldwing Club Holland. Danke für euer Kommen. Der jüngste Goldwing-Fahrer, der möchte nochmal eben hier nach hier vorne kommen. Der 8-jährige Belgier. In Holland, da schneit es ja immer so viel und dass er im Winter nicht friert und er kriegt einen schönen Schaf. Ja, okay.
der jüngste Bikefahrer. Sehr weiter Kilometerstand mit 3570 Kilometer. Besonders sind die GWCD-Mitglieder, unsere GWCD-Mitglieder aus Kroatien, die extra hier zum Treffen angereist sind. Den Olaf, die Marina und den Antonio hier nach vorne bitten. Drei große Chefe hier. Marina, Olaf. Gibt da ein bisschen was zu erzählen zur Vorgeschichte, glaube ich, Olaf. Er hat es ja schon mal erzählt. Ja, das war gestern Abend. Heute Abend sind noch andere Leute da, aber ich glaube, das erklärst du dann gleich. Also generell, wie das hier alles entstanden ist auf dem Campingplatz. Das ist 2018 hat es angefangen damals mit der weitläufigen Planung schon. Also da wurde das eigentlich ins Leben gerufen. Was hier jetzt auf dem Platz die ganzen Tage los war, wie viel Arbeit es ist und ganz viele Menschen und noch weitere Helfer, die hier auf dem Platz oder in deiner Crew sind, die dürfen wir natürlich nicht vergessen, ihr zwei, beziehungsweise wenn Antonio noch kommt, ihr drei steht natürlich auch für eure Belegschaft da und ich glaube, die haben einen ganz tollen Job gemacht hier. Erzählt euch jetzt mal ganz kurz, wie das entstanden ist hier. Dann muss ich euch sagen, das war das größte Treffen, das war das größte, was wir jemals organisiert haben. Das war das erste, was wir in dieser Größenordnung gemacht haben. Wir hatten alle wahnsinnige Angst davor, ich sogar ein bisschen weniger, aber Marina und die Crew. Wir hatten alle nur Pappen vor uns. Aber wir haben alles gegeben. Und ich hoffe, es reicht. Und es hat gereicht für euch. Ihr müsst euch wohlgefühlt haben. Ihr müsst nach Hause gehen und sagen: Hey, diese Wehrleisten, da kannst du mal hinfahren. Und wenn ihr nur nach Hause geht, dann bin ich total glücklich. Vielen, 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 vielen Dank. Ihr habt ja gesehen, dass doch hier so ein Motorrad bei den ganzen Touren dabei war, was bis hier alles da wie so eine Goldwing ausgesehen hat. Und das war halt eine K1200, war es glaube ich, BMW. Und zwar haben die beiden hier uns seit, wann bist du gekommen? Mittwoch? Mittwoch. Seit Mittwoch haben die uns unterstützt bei allen, bei allen Dingen, die man so ältere Menschen bekommt. Gesundheitliche Probleme. Er hat eine riesen Ausrüstung dabei und hat auch in dem einen oder anderen Fall sehr gut geholfen, bei den Ausfahrten mitgefahren. Hat mir vorhin gezeigt, was er alles in seine drei Koffer drin hat. Also wirklich Wahnsinn. Und wir sind ganz froh, dass diese beiden hier sind und das alles ehrenamtlich machen. Leute, ehrenamtlich. Wir kennen uns schon Jahre und bisher auf der Messe in Dortmund haben wir gesagt, jetzt machen wir mal ein Nation mit Köpfen. Ne? Und jetzt funktioniert es und ich glaube, wenn ihr wollt, wir wollen das für die Zukunft bestimmt immer wieder haben. Das war sehr angenehm, mit euch beiden hier zu sein und die Unterhaltung, die wir geführt haben, war wirklich toll. Und wir würden uns freuen, wenn wir wieder so eine Veranstaltung haben, dass ihr uns da wieder unterstützt.
mir erzählt, er würde sich auch gerne mal eine Goldwing kaufen. Und damit er sich schon mal angucken kann, gebe ich ihm schon mal das erste Teil für eine von der Goldwing. Wir müssen dann nur noch mit Honda reden, dass die Puffer größer werden, sonst kriege ich hier ganz Zeug nicht drin. Ihr habt in den letzten 3 Tagen schöne Ausfahrten erlebt und ich habe eigentlich immer nur Lob hinterher gehört und dafür möchte ich mich mal den Carlo Walter, den Faxe und den Schnauzjahr hier vorne bitten. Denn der Carlo hat die Donnerstagstour gemacht, der Faxe hat die Freitagstour gemacht und der Schnauz hat die Samstagstour. Ich bin mir nicht sicher, ob er nicht in Darmstadt schon Touren vorgefahren ist, aber für die anderen beiden war es auf jeden Fall die erste Tour, wenn ich das richtig weiß. Und dafür ein ganz, aber an euch alle drei ein ganz herzliches Dankeschön. Und wir möchten uns bedanken mit einem gewissen Thema. Zweiten Platz kommt der erste Platz und das sind die Barbarossa-Ringer.